Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Wir haben hier beim letzten Mal mit einer seltsamen Frau gesprochen, mit der wir uns dieses Mal noch einmal unterhalten müssen. Weil wir in ihrem Auftrag Löwen erledigt haben. Und gerne wissen, wieso. Was hat es mit dieser seltsamen Frau auf sich? Das und viel mehr erfahren Sie jetzt. Oh, siehst du, beim Thema mein Hals wird gerade ein bisschen kratzig. Darauf gieße mir erstmal einen Tee ein. Geh darauf erst, laufe erstmal zu der Frau und gieße mir dann einen Tee ein. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, hast du ein echtes Problem. Du musst nicht sehen lassen. Wenn ich noch einen Schritt näher komme und du mich ankackst, hast du ein Problem, du Arschloch. Die Löwen werden das Dorf nicht mehr belästigen. Ich hätte beinahe ein wenig an dir gezweifelt. Was hieltest du für die beste Methode, ihr Problem zu lösen? Ich tötete sämtliche Löwen der Insel. Es gibt nichts mehr, was das Dorf bedrohen könnte. Eine Reaktion so wild wie die Löwen selbst. Warum hältst du sie für erfolgversprechend? Jeder kann tun, was ich tue. Ich betrachte die Lage und treffe die Entscheidung, die mir am besten erscheint. Die Zeit wird zeigen, ob ich recht hatte. Ah ja, jetzt verstehe ich dich besser. Was verstehst du? Die ganze Welt ist es verstehenswert. Eine Belohnung für deine Weisheit. Vielen Dank. War das alles? Nicht unbedingt. Es liegt an dir. Du hast dich schon einer Insel mit Löwen gestellt. Möchtest du die Geheimnisse einer in Feuer und Rauch gehüllten Insel entdecken? Ich offenbare das Wesen der Insel. Gut, ich bin beinahe von dir beeindruckt. Tatsächlich, ich sollte beeindruckt sein. Ich würde dich gern zu der Insel des Rauchs und der Flammen schicken, aber einer meiner Partner hat meinen Schlüssel zum dortigen Gewölbe. Ohne Schlüssel ist die Reise sinnlos. Ist er so merkwürdig wie du? Das ist beinahe amüsant. Mein Partner lebt auf dem Friedhof, den du für mich besucht hast. Er ist ein Einsiedler. Er hat Zeit für Gespräche, sogar mit dir. Ich hol dir deinen Schlüssel. Ah, war das der Bekloppte, der da am Baum saß? Wo war denn der Friedhof jetzt nochmal? Achso, die Quest ist nicht markiert. Da oben. Ich weiß nicht, stellt sie irgendeine Philosophin dar? Gab es Philosophinnen in der Antike? Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit Philosophen noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, Philosophen sind für mich wie Politiker. Sagen hin und wieder mal was Kluges, aber größtenteils Dummschwätzer. Prüfung der Anpassungsfähigkeit. Aus dem Weg. Oh, ich musste nicht mal den Bogen ausgerüstet haben, um Pfeile durchzuschalten. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Sie ist Athenas Lieblingsvogel. Ich bin hier wegen des Gewölbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unter Wasser, im Wrack des Ariabignes. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Wer weiß.
weiß. Ich hasse es, mit Bekloppten arbeiten zu müssen. Ja, damit meine ich auch die Philosophen. Gar nicht von welche Band es ist. Waren es die Wise Guys mit Philosophen? Oder welche Band war das? Die Philosophen waren alle besoffen. Abgas! Haltet euch fest! Es geht nicht schneller! Segel einholen! Langsam! Okay, da sind zwei Haie. Eine Lanze ausgerüstet. Ein Dreizack. Es wäre schön, wäre ich immun gegen Haie, einfach dadurch, dass ich die Insignie ihres Herrschers trage. Ja, entspann dich. Und runter. So. Das ist kein Sperrgebiet. Also scheiß auf die Adrastea. Die bleibt erstmal hier stehen. Tschüss. Okay. Oh, noch ein so ein Spruch, ne? Und hier gibt's ein Massaker. Ich habe den Schlüssel. Dein Partner hatte ihn wirklich gut geschützt. Das sollte er auch. Er war teuer genug. Womit verdienst du eigentlich deine Drachmen? Ich brauche nur sehr wenig und bezahle nur für wichtige Dinge. Ich bin beinahe sparsam. Den Schlüssel habe ich. Muss ich sonst noch etwas tun, bevor ich die Insel des Feuers besuchen kann? Sag du es mir. Fühlst du dich bereit, die Schmiede des Hephaistos zu erkunden? Moment, du willst mir vorher keine seltsame Frage stellen? Vielleicht fällt mir später noch eine ein. Okay, dich finde ich wenigstens witzig.
Ich bin bereit, die Insel zu erkunden. Gut, du beweist, dass du würdig bist. Ach, das bin ich? Beeindruckend. Es gibt eine Insel, die von Rauchwolken umgeben ist und wo die Erde brennt. Die Schmiede des Hephaistos. Dort befindet sich ein legendärer Helm. Bring ihn mir, damit ich ihn untersuchen kann. Ziemlich gefährliche Reise für einen Helm. Das ist bei weitem nicht der einzige Schatz dort. Du kannst alles, was du findest, behalten. In Ordnung. Ich reise zur Insel und hole den Helm. Genau, geh in die Höhle. Du darfst alles an Schätzen mitnehmen, was du haben willst. Aber bring mir nur die Lampe. Kennen wir doch schon. Nur von einer anderen Produktionsfirma. Ja, ne, hier. Schmiede des Hephaistos. Da waren wir schon, ne. Da gibt's nichts mehr. Abfahrt! Und ja, ich meine mich auch an so eine Tür erinnern zu können, durch die wir nicht durchgekommen sind. War doch hier hinten irgendwo, oder? War es nicht hinten irgendwo? Braucht man ein bisschen Feuer? Hier hinten ist so kalt. Ja, war es nicht hinten. Ach, Cassandra, du bist zu dämlich, ne? Ach, Cassandra, du bist zu dämlich, ne? Warum steht hier einer? Flieg! Oh, scheiße! Oh, ich will den in die Lava treten. Ich hab ja noch ein paar Segmente. Haha, er verbrennt. Trottel. Was hast du an Loot dabei? Ja, nur Drachen und Eisenbrocken. Weiter Eingang hier unten. Hallo. Was? Warum sind denn gerade Kultisten hier unten? An die kann ich mich halt gar nicht erinnern. An die kann ich mich halt echt gar nicht erinnern. Ich glaube, hier links und rechts ging es dann wieder aus dem Vulkan raus, ne? Nee, hier ist die Tür, genau.
das ist der Weg raus gewesen. Nein, oh, Cassandra! Eltern der außergewöhnlichen Gorgophone waren Andromeda aus dem stolzen äthiopischen Königshaus und Perseus, von dessen Sieg über die Gorgone Medusa sich ihr Name herleitet. Das ist der Perseus? Na, es geht hier wohl einmal rundrum, wa? Ja. Der Tradition entsprechend heirateten Frauen nur einmal, und zwar als Jungfrauen. Starben ihre Ehemänner vor ihnen, verbrachten sie den Rest ihres Lebens als Witwen. Gorgophone widersetzte sich dem und wurde zur größten Großmutter Griechenlands. Es heißt, eine ältere Kriegerin hätte unter den Menschen am Tritonsee so viel Unheil verursacht, dass Perseus höchstpersönlich kam und sie tötete. Weise Stimmen behaupten, dies wäre die letzte Rebellion der Gorgophone gewesen. Wie sollte er jetzt durchkommen? Ah. Ich glaube, hier kann ich schon loslassen. Weil das so reichen sollte. War offensichtlich, dass da Schlangen drin sind. Ist ja nicht das erste Mal, dass mich die blöden Viecher angreifen wollen. Gorgophones erster Gatte war Perieres, König von Messene und Sparta. Ihre Söhne wurden selbst zu mutigen Prinzen und Königen Spartas. Glätzt jetzt meine Geschichte als Nachfahrin von Gorgophone aus. Auf, oder was? Boom. Eberhauer, ist das nicht diese berühmte Krimi-Reihe? Die. Oh nein. Ach, ich liebe meinen schlechten Humor. Zweiten Gemahl, dem König Eubalos von Sparta, hatte Gorgophone noch großartigere Kinder und Enkel. Helena von Troja, Castor und Polydeukes, Clytemnestra und viele andere stammen von ihr ab. Oh, Clytemnestra, den Namen kenne ich sogar. Ach, aber welche Geschichte war das denn? Wow, und was war das denn jetzt für ein Lag, sage mal.
Mistral. Ah, der Name sagt mir was. Shit. Apollonia-Klinge. Okay, hier geht's nicht durch. Nee. Da muss ich ja hinten raus. Nee, da oben raus, so. Ich mach das Grab jetzt noch fertig. Die Zeit habe ich. Und ich will den Bling. So raus, ja. Der Helm scheint gewöhnlich, aber er wurde sorgfältig versteckt. Ich sollte ihn dieser Frau bringen. Ups. Na gut, rausgehen muss ich ja nicht. Kann mich ja porten. Oder ist sie die Nachfahrin hier von Gorgophone? Na gut. Nur weil die Folge eigentlich zu Ende ist, habt ihr hier oben nochmal Glück gehabt, weil ich höre doch gleich wieder den blöden Spruch. Wir können dich hier nicht gebrauchen. Geh weiter. Nur deswegen. Hätte ich noch Zeit, dann würde ich kämpfen. Diese brennende Insel und das Grab. Man könnte sie beinahe eine Herausforderung nennen. Selbst für dich? Du übertreibst, Adlerschatten. Doch sag, hast du den Helm? Natürlich. Aber wie kannst du von einem solch schrecklichen Ort wissen? Und wer bist du, mich dorthin zu schicken? Wer glaubst du, bin ich, Cassandra? Einige sagen, ich sei sehr weise. Für andere bin ich die Weisheit selbst. Sag mir, wer bin ich für dich? Du schicktest mich zu einem Friedhof, wo ich einen verzweifelten Mann traf, der dachte, Athena sandte mich, ihn zu töten. Aber vielleicht hat er nur gedacht, du wärst Athena. Es ist unklug, den Worten eines Verrückten Glauben zu schenken. Dann schicktest du mich zu einem von Löwen bedrohten Dorf und ein komischer wilder Mann stand bei all dem im Mittelpunkt. War das ein göttlicher Test meiner Weisheit oder reiner Zufall? Du hast dich selbst zu dem Dorf geschickt. Ich sorgte nur für die Gelegenheit. Und zum Schluss der Einsiedler mit dem Schlüssel. Und das sogar unter einer Statue von Athenas Tiersymbol, der Eule. War das alles ein Scherz oder steckt ein Funken Wahrheit in seinem Glauben? So viele Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Beinahe zu viele, um sie abzuwägen. Entscheide dich, Cassandra. Du willst anscheinend, dass ich dich für Athena halte. Geheimnisvolle Rätsel und ausgerechnet ein Helm. Schlau, aber zu offensichtlich. Wenn das der Fall ist, sollte ich dir zu deiner Weisheit gratulieren. Komm, zeig mir den Helm. Ich hoffe, das war es wert. Du glaubst an die Menschen. Ich hoffe, du siehst sowohl ihr Potenzial als auch ihre Fehler. Ich passe ihnen nur etwas an und... Ja, ich denke, so passt er dir am besten. Vielen Dank. Ich hoffe, durch diese Reise hast du Weisheit erlangt. Ja, ich habe gelernt, dass auch an den seltsamsten Quellen Profit wartet. Helm der Gorgophone. Prüfung des Muts. Ob's Athena ist oder nicht, dürft ihr selbst für euch entscheiden. Ich werde es nämlich selber auch mal googeln, was das Wiki dazu sagt. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich werde von einer Diebesbande erpresst. Von mir kriegen die nichts. Sie können jeden Moment angreifen.
Sehr gut. Lass dich nicht unter Druck setzen. Setz dich zur Wehr. Zu viel Mut und ich bin tot, ich weiß. Aber ich bin ja auch eine Künstlerin, keine Kriegerin. Du hingegen... Und du willst, dass ich alle Banditen töte? Ganz richtig. Niemand darf das überleben. Ich bin genau die Richtige. Du bist wahrlich mutig, Söldling. Überlass das mir. Neue Quest, brachialer Stil. Gut. Damit bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.